Hallo, ich bin's, Hipster-Heider. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich mal einen Haarreif tragen werde, aber um eine wahnsinnig tiefgründige Überleitung zum Jahr 2020 zu spannen, manchmal kriegt man Sachen ins Haar und ins Gesicht und anderweitig nein, die man nicht erwartet. Das wäre das ganze Thema zu 2020, weil Corona und so weiter wollen wir jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Einfach nur, bleibt stark, haltet durch, das wird schon alles und haltet die Ohren steif. Dahingehend. Das gesagt, wollte ich euch ein kleines Update geben für 2021, beziehungsweise auch, was so die letzten Monate passiert ist. Habt ihr gemerkt, nach dem Oktober war es, genau. Nach dem Oktober, also nach Heiderwien, ist ja relativ wenig bis kaum was auf dem Kanal passiert. Das kann jetzt auch sein, dass es im ersten Quartal oder bis zur Hälfte des Jahres 2021 auch so weitergeht. Da müssen wir mal schauen. Es kann ja sein, dass wieder ab Ende Januar regelmäßig Videos kommen. Ich möchte nur schlicht momentan nichts sagen, weil ich einfach merke, mir tut ein bisschen Auszeit nehmen eigentlich recht gut. Und ein bisschen mal einfach weg von der ganzen Kommentarkultur auf Social Media und so weiter, merke ich, das ist doch sehr toxisch, gerade jetzt durch dieses Jahr auch geworden und so. Und auch da steht mir nicht immer nur der Sinn nach gewissen Videos und so weiter. Deswegen, ich hoffe, ihr versteht das. Es wird auf jeden Fall definitiv wieder weitergehen. Es wird auch definitiv wieder Heider Hated, geheidert, wie auch immer, geben. Vielleicht heißt es dann, ihr habt absolut keine Ahnung. Da seht ihr es, weil ich einfach etwas müde bin, weil ich einfach die letzten Jahre zu viel mit zu wenig Urlaub gearbeitet habe. Aber wie gesagt, wie immer, war und ist eine geile Zeit. Und wenn ihr trotzdem natürlich Lust habt, dass ihr mich irgendwie sehen wollt, dann schaut gerne vorbei. Ich verlinke euch das alles unter anderem auf Twitch. Da streame ich normalerweise 4 Tage pro Woche, und zwar Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ab ca. 19 Uhr. Alles andere gebe ich, wenn sich was ändert, immer Bescheid auf Instagram und also in den Instagram Stories und auf Twitter. Schaut auch gerne rein in den BrainPain Podcast. Da werden wir übrigens hier gerade Hashtag Werbung beim Merch. Wenn ihr BrainPain Merch wollt, verlinke ich euch auch. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Ich kann euch garantieren, dass es bis zum nächsten Jahr Weihnachten ankommt. Ja, doch, das kann man so machen. Jetzt hat mein PC irgendwie gerade was gemacht. Ist ja wurscht. Und, was wollt ihr noch sagen? Schaut auch gerne in unseren Pansen- und Pansinchen-Discord rein, wenn ihr Gleichgesinnte quasi finden wollt oder euch an Gleichgesinnten reiben wollt. Ich glaube, das passt so. Also, haben wir alles durch quasi, gell? BrainPain, ein Podcast, T-Shirt, jawohl. Ein Twitch, aha. Ja. Der Discord. Wunderbar. Jedenfalls, was jetzt folgt, ist ein Zusammenschnitt Best of Geheidert, Heider Hated 2020. Und morgen, da könnt ihr euch vielleicht auch so ein Bild machen, falls ihr noch nie bei mir auf Twitch wart, gibt es noch einen Zusammenschnitt von mir von Best of Heider Geil Twitch 2020. Ich wünsche euch jedenfalls einen guten Start ins neue Jahr. Dankeschön, wie immer, wisst ihr ja, für die Unterstützung in diesem Jahr, fürs Dabeisein, für alles. Ich will heute gar nicht so ausschweifend und abschweifend und mit dem Schweifwedeln reden. So, macht es gut. Ich freue mich nächstes Jahr auf euch. Bis bald und Heider out! Drecksteppentag. Geheidert. Aber zuerst Stuhlgang. 2 Stunden später. Warte schon mal das Intro ab, das dauert nur Zeit. Heider Hated. Selber schuld, wenn du nicht durchgehend rote Warnpfeile einblendest mit dem Schriftzug. Achtung, liebe Minderbemittelte, es handelt sich um ein komödiantisches Erzeugnis. Yes, little F like a father. Oh, mein Vater ist leider schon tot. Ich bin ja selbst fast 70 Jahre. Alle muss die Fan neben seine Ehre hupf. Haut raus. Macht er sich lustig über andere Leute? Abscheid selber wir ein Hurensohn. Was haben die denn alle geraucht? Glühwein? Morgens aufstehen, frühstücken, richtig gepflegt in die Dusche scheißen, weil das Wasser macht ja alles wieder weg, gell? Dann nein in den Pool, Mittagessen, danach das dreckige Geschirr mit 3XXL Somat Ultra Tabs ins Poolwasser schmeißen und den Dingen seinen Lauf lassen. Danach noch einen Schluck Aqua aus dem Scheißausspülkasten und den Abend genießen. Influencer. Delle, der... Warte mal, Delle? Wie im Auto?
Okay, in den 80ern hatten wir alle Namen wie Delle, Rosti, Stali oder Auspuff-Reini. Also nochmal. Delle, der Nerd. Now on the panel you type letter F like a Florida. Ist Florida? Yes. Das ist schlecht geplatzt, Hilfe. Ich hasse dich. Mister, seinen Augen im Titel. Da war so unglaublich viel Gefühl dabei. Und dann habe ich mir gedacht, Heider, habe ich mir gedacht, du alter Zipfel, sei demütiger. Auch Menschen, die geistig seit über 10 Jahren hinter einer Heizung festklemmen, haben es verdient, von dir mit Liebe behandelt zu werden. You have to speak louder. I'm from Bavaria. Can you speak a bit louder, please? Zwei nehmen oder drei nehmen? Was ist los? I don't know really for sure what you're talking about. Damit fängst du Fische? Die? Olaf, meine Damen und Herren. Olaf. Netz. Aber natürlich, lieber Olaf, denn Fische fängst du mit die Netz. Wer kennt sie nicht? Die typischen Bauernweisheiten wie, da hast du dir aber eine hübsche Frau genetzt, wir sind weltweit verangelt oder auch, ich wurde gestern ordentlich in die Netz genommen. Yes, tell me. It's F wie Florida, U wie Uhu, C wie Cäsar, K wie Konrad, Y, O wie Otto, U wie, Ute. Fuck you. Ne? Sorry, what? Na, it's F-U-C-K. Oh, Y. You. You. Fuck you. Yeah, you got it right. So, fuck you and have a nice day. Du Hund. Du Katze. Du Köpek. Du Kidde. Du Keck. Du Kock. Was ist ein Kock, du Keck? Ja, kein Kack zum Kock, du Keck. Anne Sophie Megara hockt auf ihrem Ikea-Regal im Scheißheisel, blickt kokett mit ihrem Bläschl in die Kamera und trägt dabei ein Top, ein Slip, ein paar Strümpf und einen echt dreckigen Turnschuh. And those notifications are indicate that you fuck your mother in your ass. Ah, yeah, no, that was your mother. My mother is nearly 70 years old, you motherfucker. Leonie Sänger, ein Mädchen wie aus einem Märchenbuch. Eine vom Geiste Goethes geküsste engelsgleiche Erscheinung. Ein von der Muse bewohnter Schöngeist. Eine Freidenkerin, die des Abends, wenn die letzten Strahlen der Sonne sanft den Horizont liebkosen, innehält und leise Dinge flüstert wie: Ich schwöre, du bist so ein Lappen. Lass Musti in Ruhe, Junge. Er macht geilere Videos als du. Du bist so ein Spaß. Du Knecht, geh dich begraben, du Hundesohn. Fick dich in dein... Alles klar? Jo, Olli. Den O, like Ursula. Ursula! So, that's the name of my granddaughter. Yeah, okay. Ursula. Like a Papa, das war ich auch mal. Christian, hast du gehört? Papa, yes, yes. Ja, ich weiß genau, was ihr jetzt denkt. Die Petra, die ist doch zu blöd zum Scheißen. Die Petra läuft nach dem Aufstehen 3-mal gegen die Wand, bevor sie überhaupt zur Zimmertür hinauskommt. Aber das verbitt ich mir. Denn wer 2020 noch ein Profilbild mit Hundefilter verwendet, der kann doch gar nicht so falsch liegen, oder? What do you see on your computer, sir? Nude pictures of Pamela Anderson. And you? Oh, I'm seeing the nude pictures of your mother. Oh, that's cool. Because my mother was right there on the phone. But your mother is also in my folder, you fucker. Doch plötzlich macht sich eine von ihren Toten selbstständig, schirbt der Kim ihr Schwert inklusive ihres BHs hoch und schreit Freiheit für die Toten. Wird der William Wallace kurz vor der Hinrichtung, also bis auf die Toten-Sach. Die Kim völlig außer sich, weiß nicht, was sie tun soll. Was völlig verständlich ist, wenn man sich mal überlegt, wie schnell sowas passieren kann. Sie streckt die Hand vor die Kamera und sagt, blitz mich nicht, Herr Fotograf. Mein Toten hat sich verselbstständigt, während sie gleichzeitig versucht, wenigstens einen Teil ihrer rebellischen Brust mit dem Weinglas zu verdecken. Wenn man bedenkt, wie harmlos der Tag bestimmt für die Kim angefangen hat und dann passiert sowas.
Mein Gott. In der Fresse, Punkt-Punkt-Ragout. Aber natürlich, Olaf, denn wer kennt es nicht, das alte Volkslied in der Fresse, Zunge-Ragout, neben das Wandern ist des Müllers Schweinefilet und ach du meine Fresse, lieber Augustin, ist dies eines der bekanntesten. Alle meine Entchen braten, wo soll das noch hinführen? Vergesst niemals, schreibst Wörter falsch, du ungeniert, bist du vielleicht mustifiziert. Nur der Olaf steht stumm in Schulze Erdels Ecke rum. Macht es gut. Bis bald und Heider Outer!